kommen jetzt zu einem Referat eines Unternehmens, das sich eben sowohl als Teil der Strombranche, aber eben auch als Konsument sieht, als Kunde der Strombranche, die SBB, der größte Prosumer der Schweiz. Das ist der Titel des Referates von Daniel Koch. Daniel Koch ist der Leiter Energie bei der SBB, das seit dem Jahr 2016. Der studierte Elektroingenieur hat zuvor bei Landis und Gier und im Bereich der Unternehmensberatung gearbeitet und er wird uns jetzt erläutern, wie sich die SBB positioniert in dieser Doppelrolle als Teil der Branche und als Anspruchsgruppe gegenüber der Branche. Herr Koch, darf ich Sie bitten? So, auch vielen Dank für diese Einladung an diesem Netzforum, Swissgrid Netzforum. Es freut mich auch, dass wir auf der Verbraucherseite mal zeigen können, was es heißt, mit einem Netz und einem Verbrauch und Produktion umzugehen. Wir sind ein Prosumer, der größte, das ist korrekt. Ich glaube, Prosumer haben Zukunft, Sie haben es erwähnt, vorher in Ihren Referaten mit dezentraler Einspeisung, Arealnetzen etc. kommen wir in eine Situation hier rein, wo diese Prosumer-Rolle wichtig ist, aus meiner Sicht. Und auch diese Prosumer-Rolle soll auch im Markt bei den Netzbetreibern und auch bei den Lieferanten auch eingebunden werden. Jetzt das Erste, was man an einem Prosumer verstehen muss, ist, was sind seine Herausforderungen? Genau. Die SBB hatte 2013 zum ersten Mal 1 Million Passagiere pro Tag. 2016, letztes Jahr, waren es 1,25 Millionen pro Tag. Und wir haben eigentlich eine riesen Herausforderung, primär wegen dem Wachstum. Das betrifft alle Sektoren, Rollmaterial, Infrastruktur, auch die Stromversorgung. Und wir richten uns nach diesem Wachstum aus. Das heißt, wir als SBB, wir wollen und müssen und sollen auch diesen Mehrwert bieten mit dem öffentlichen Verkehr. Und das braucht aber unter anderem auch Energie. Jetzt ist die Frage, ja, wieso beschaffen wir das nicht einfach und wieso machen wir sowas noch selber? Es gibt da mehrere Gründe. Ich glaube, der Schlüssel, um so ein Wachstum hinzukriegen, ist der Durchgriff vom Stausee bis zum Führerstand der Lokomotiven. Es ist elementar hier, dass wir eine Gesamtsystemoptimierung hinkriegen, dass sowohl die Produktion als auch das Netz als auch den Verbrauch optimiert. Nur so können wir sehr effizient schlussendlich einen Netzausbau machen und nur so können wir sehr genau sagen, was wir zum Beispiel von Swissgrid erwarten, weil Swissgrid liefert uns den Netzanschluss primär in unserem System drin. Wir fangen, glaube ich, mal beim Verbrauch an. Schon 2012 haben wir mit einem Energiesparprogramm gestartet. Da sind wir heute bei etwa 300 Gigawattstunden Einsparungen, die wir gegenüber den Prognosen, die man 2012 hatte, realisiert hat. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein ziemlich großes Programm, das beeinflusst sämtliche Tätigkeiten bei uns, fängt an bei Optimierungen vom Rollmaterial, aerodynamische Sachen, Standby-Betriebe etc. und geht viel weiter. Heute sind wir so weit, dass wir sagen, für den Lokführer gibt es Geschwindigkeitsvorgaben, die ihm zeigen,
wie schnell und wie gut er fahren muss, damit er auch optimale Energieverbräuche hat. Das ist in dem Sinn schon Smart Grid und sehr auf einer Ebene, wo man wirklich anwetterorientiert unterwegs ist. Die zweite große Kiste, die wir jetzt starten, ist das Lastmanagement. Wir werden unseren Netzregler direkt verbinden mit den Heizungen, Lüftung, Klimaintenzügen drin. Das ist elementar auch für uns, damit wir unsere Leistung im Griff haben und unsere Systeme sauber betreiben können. Jetzt ist die Frage, was bringt das? Sie haben vorher gesehen, das Verkehrswachstum in Personenkilometer, das beträgt rund 50%. Die Energiemenge im gleichen Zeitraum, die wird um etwa 20% zunehmen. Und die Leistungsspitze, die wird um etwa 30% zunehmen. Das ist ein Thema fürs Netz schlussendlich, weil die Leistung ist der limitierende Faktor jetzt bei uns im Netz. Und auf die Leistung und auf die Transportkapazitäten sind wir auch angewiesen im 50-Hertz-Netz. Jetzt in unserem eigenen Netz, 16,7 Hertz, können wir mit diesem Leistungsausbau mit wenigen Strecken noch an Leitungsbauten leben. Es geht ums Tessin, um die Nufenenleitung, die Region Zürich eine Leitung und am Neuenburger See eine Leitung. Wichtig sind aber die roten Punkte. Das ist die Verbindung zwischen dem 50-Hertz-Netz und unserem eigenen Netz. Da werden wir hauptsächlich die Leistungssteigerung abfangen mit dem 50-Hertz-Netz und auch abfangen müssen. Das heißt, wir als Prosumer sind ganz klar darauf angewiesen, dass wir ein starkes Netz haben, Zugang zum Markt, und machen zwar viel Energie selber, aber eben längst nicht alle. Zur Energie, zweites Thema, und da sind wir sehr ähnlich mit der Schweiz als Ganzes. Sie sehen hier die rote Kurve, das ist unser prognostizierter Verbrauch übers Jahr 2030. Blau, das ist unsere eigene Wasserkraftproduktion, die da ist. Und Sie sehen, wir haben einen riesen Gap im Winter. Sie sehen auch ganz klar, und das ist Ihnen nicht neu, mit Photovoltaik können wir das nicht decken. Wir brauchen Energie, die entweder im Winter produziert wird oder entsprechend gespeichert werden kann. Das sind Grundelemente und ich denke, das gilt auch für die ganze Schweiz, das ist auch nicht neu und das ist ein Thema, das wir auf der politischen Ebene, aber auch auf der technischen Ebene noch nicht gelöst haben, auch nicht kommerziell. Eine Variante wäre wirklich die Vernetzung der Schweiz mit der ganzen EU und die Windkraft im Norden und die Photovoltaik im Süden würden hier Beiträge leisten. Wir sehen auch für den Winter eher eine Windkraftanlage mal 16,7 Hertz, wobei man muss wissen, wir sind hier sehr eng limitiert. Also wir schätzen, dass wir auf den eigenen Grundstücken kaum mehr als 100 Gigawattstunden Strom produzieren könnten, dass wir auf riesige Widerstände stoßen würden und dass das in dem Sinn fast nicht realisierbar ist, nach heutiger Auffassung. Ich hoffe jedoch, dass wir entsprechend vom Markt, auch vom großen Markt, uns eben auch eindecken können mit Strom im Winter und den auch so beziehen können. Noch einmal, ich glaube, wichtig für uns ist eben die Gesamtsystemoptimierung vom Kraftwerk über das Netz bis zum Verbrauch. Und das ist ein Teilaspekt davon. Was heißt das jetzt? Prosumer, als Prosumer verantworten wir die Versorgungssicherheit. Wir als Prosumer sind dafür verantwortlich, dass wir entweder wir selber da etwas machen und die Netze bereitstellen, aber es gehört auch dazu, dass wir mit
Swissgrid zum Beispiel, auch uns austauschen und sagen, was brauchen wir da? Sie haben erklärt, die Tarifierungsflexibilisierung, die man jetzt aufnimmt im Gesetz, ich glaube, das ist relevant, dass man hier auch gerecht entschädigt wird. Mit Swissgrid ist das schon so, oder? Wir haben 60% Lastspitzenwälzung auf die Lastspitze und ich denke, da gehen wir den richtigen Weg, wenn wir das auch runterbringen auf die Netzebenen 6, 7, 5, besser gesagt, wo mehr und mehr dezentrale Produktion eben stattfindet und wo auch typischerweise eben im Winter trotzdem eine Lastspitze besteht und bestehen bleiben wird, solange wir nicht Saisonspeicher dezentrale haben. Was auch wichtig ist, und das ist ein wichtiges Thema für uns als Prosumer, wir steuern unsere wirtschaftliche Optimierung selber. Das heißt, wir können genau definieren, wir brauchen so und so viel Versorgungssicherheit, Ausfälle mit Zügen, die stehen bleiben, aufgrund der Stromversorgung, das ist ein gewisser Anteil an den Verspätungsminuten, die wir haben. Ich glaube, der Blackout da 2005, auf den kommen wir sicher zu sprechen, der war etwas übertrieben. Aber auch hier zeigt sich, es geht nicht nur ums Netz, nicht nur um die Produktion, sondern es geht um das Gesamtsystem. Wir haben nicht wirklich Netzkapazitätsengpässe gehabt, wir haben nicht wirklich Produktionsengpässe gehabt, sondern wir haben hier vom Gesamtsystem nicht optimal gearbeitet und mussten diesen Blackout hinnehmen. Der dritte Punkt ist auch, nicht jeder Prosumer macht alles selber. Das ist eine Riesenchance für den Markt, für die Branche. Ich glaube, hier ist eine Kooperation sehr sinnvoll. Und ich komme zurück jetzt auf den Anfang ein wenig. Ich bin überzeugt davon, dass dieser künftige Netzausbau der Wandel der Netze, dass der in Zusammenarbeit mit Prosumern gemacht werden muss. Wir sind als Prosumer, auch wenn das um Arealnetze geht und um dezentrale Einspeisungen, sehr viel agiler, als wenn man Marktmechanismen aufbaut. Und diese Beiträge, die da kommen, die sind eine Chance für die Branche, um zu kooperieren, statt zu bekämpfen. Ich nehme das ein wenig wahr in der Branche drin, dass Eigenverbrauchsregelungen, solche Sachen immer zu starken Emotionen führen. Aber hier haben wir eine Chance, das anders anzugehen und zu sagen, nein, wir kooperieren und machen im kleinen Kreis mit einem Arealnetz etc. zum Beispiel ein Marktmodell XYZ. Und für die größeren Würfe lernen wir davon. Das ist mein Input schlussendlich hier an diesem Ort, wo ich denke, es ist wichtig, dass wir als Verbraucher, Prosumer, Arealnetzbetreiber mit den Energieversorgern und den Netzbetreibern gut zusammenarbeiten. Das war's schon. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Koch, genauso wie wir das erwartet haben, mal von der anderen Seite her die Perspektive auf die anstehenden Herausforderungen. Dieses Modell des Prosumers, das die SBB, oder diese Strategie, die die SBB hat, denken Sie, dass das auch ein Modell ist für andere große Stromkonsumenten? Also ich denke jetzt nicht an das Einfamilienhaus, das sich zum Prosumer entwickelt, sondern für Industriebetriebe. Es gab ja Zeiten, da hatte Industriekraftwerke, die wurden in den 2000er Jahren verkauft. Jetzt geht das vielleicht wieder zurück. Ich stelle die Frage andersrum oder beantworte das mit einer Frage. Weshalb werden Industrieunternehmen nicht an Kraftwerken beteiligt? Die wären sicher bereit, für diese Sicherheit mehr zu bezahlen und auch für diesen Strom mehr zu bezahlen, bin ich überzeugt. Also diese Verankerung mit der Industrie, die mal da war, oder man kann durchaus sagen, hey, wir bauen das wieder auf und beteiligen unsere Großkonsumenten an Kraftwerken. Bringt Geld in die Kasse, oder einmalig wahrscheinlich, und bringt nachher ein gesicherten Absatz.
Jetzt, Sie haben es eben gesagt, bereit mehr zu bezahlen. Also ich habe mir die Frage gestellt, was steht hier bei dieser Prosumer-Strategie im Vordergrund? Sind es eher wirtschaftliche Überlegungen oder ist es eher dieser Durchgriff, den Sie gesagt haben, dass, der ja dann eigentlich eher mit der Versorgungssicherheit zu tun hat? Also lohnt sich also, das oder ist das einfach nur ein sicheres Modell? Nein, es lohnt sich. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Was kostet die Kilowattstunde für die SBB? 11 Rappen. 11 Rappen? All in. Also mit Netznutzung und allem drum und dran. Und deshalb machen Sie das, weil es sich lohnt? Nein, es sind 2, 3 Aspekte. Das eine ist ganz klar die Versorgungssicherheit, die wollen wir ganz klar in eigener Hand haben. Es ist ein eigenes Netz, 16,7 Hertz, ist etwas speziell, muss ich sagen. Aber wir wollen sicherstellen, dass die richtigen Leitungen gebaut werden können, dass wir unseren Netzbetrieb optimal fahren können. Der zweite Punkt ist ganz klar, die Ökologie, die ökologischen Ziele, die wir haben, für die treten wir auch ein und die können wir so auch gut umsetzen, weil wir so auch beschaffen können. Und Punkt Nummer 3, ja, das sind dann die ökonomischen Kosten. Die spielen auch eine Rolle. Das ist wahr. Jetzt, wenn wir über Versorgungssicherheit sprechen, für die SBB eine Frage, die aus dem Publikum kam, war, weshalb stellt die SBB nicht auf 50 Hertz um und schließt die Netze zusammen und erhöht dadurch die Versorgungssicherheit? Kostenpunkt wäre etwa 6 Milliarden Franken. Für diese Umstellung, wenn wir das im ganzen System machen und damit können Sie über 20 Jahre lang den Strom gratis liefern. Also ökonomisch macht es keinen Sinn. Ich habe mir noch überlegt, Sie haben irgendwo mal in Ihrem Referat gesagt, ich hoffe, dass jetzt die SBB kann sich ja auch nicht auf das Prinzip Hoffnung berufen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Züge am Morgen fahren. Ja. Haben Sie Angst, dass Sie plötzlich mit zu wenig Strom dastehen in der Schweiz? Angst ist übertrieben, aber mir macht natürlich schon Sorgen, wenn wir diese Engpässe in den Wintermonaten haben. Weil wir sind ein Grossverbraucher und wir sind darauf angewiesen, dass wir in der Schweiz auch so beziehen können. Wir sind noch ein wenig abgesichert, weil wir auch noch mit der Deutschen Bahn auf unserem Netz eine Verbindung haben, auf 16,7 Hertz, das gleiche mit den Österreichern. Aber ja, ich glaube, es ist elementar wichtig, dass wir A hinkriegen, dass unsere Wasserkraft vor allem, was ja sehr viel ausmacht, wirklich in einen Investitionszyklus kommt, der ansteht, oder? Dass das Geschäft sich da wieder lohnt. Und B, ja, es ist wichtig, dass wir von den Netzkapazitäten her so weit sind, dass wir diesen Gap zwischen Wasserkraft und dem Rest auch schließen können. Und sehen Sie auch eine Rolle der SBB umgekehrt, also dass die SBB zur Versorgungssicherheit der Schweiz beiträgt? Ja, machen wir. Also beispielsweise, ist vielleicht wirtschaftlich nicht gerade das beste Beispiel, aber wir sind ja beteiligt an Nandorans Pumpspeicherwerk. Da tragen wir mit, ganz klar im 50-Hertz-Netz. Das Zweite ist, ja, wir können und machen das auch mit unserem System Regelenergie generieren oder Ausgleichsenergie generieren, je nach Bedarf und arbeiten so auch mit Swissgrid zusammen. Klar. Herr Koch, ganz herzlichen Dank. Auch Ihnen gehen die Herausforderungen nicht aus. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank. Danke.